Ja, meine Lieben, herzlich willkommen in ARK Survival Evolved. Da sind wir aktuell. Die Sonne geht auf. Und es ist dunkel. Immer noch. Aber gleich, Gott sei Dank, komme ich nicht mehr. Ich habe mir gedacht, ich sammle mal ganz kurz ein bisschen Stein, um das Fleisch mal braten zu können. Und während das so brät, kann ich nämlich dann zusehen, dass ich hier noch ein bisschen Setch und Fiber und alles sammle. Damit ich den Kram für so eine Ein-Mann-Hütte, damit ich nicht noch eine Nacht auf so ein Stück Stein verbringen muss. Das war nicht gemütlich, was ich hier heute Nacht alle gehört habe. Das möchtet ihr nicht wissen. Ich habe jedes Mal gedacht, jetzt bist du tot. Aber dort vorne irgendwo, in der Richtung, irgendwo, da müssen ein oder zwei Spucker sein. Eventuell dort auch noch irgendwo. Oder die sind halt hier so hergewandert und wieder zurückgewandert und wieder hergewandert und wieder zurückgewandert und, oh Gott, haben die mich geärgert. Aber nicht gesehen. Das ist schon mal gut. Zwei so eine Sterne ist blöd. Weil, das ist auch blöd. Weil, ihr kennt ja vielleicht den Polarstern, ne? Der ist hellste Stern am Himmel. Und wenn ich jetzt aber hier zwei so helle Sterne habe, dann weiß ich nicht, welcher ist der Polarstern. Blöde Sache. Eine gute Art, sich in der Nacht zu orientieren, wenn man weiß, in welcher Himmelsrichtung der ist. Ich habe das jetzt gerade gar nicht im Kopf. Weiß ich jetzt gar nicht. Aber dort müsste Osten sein, weil dort wird es heller, dort geht also die Sonne aus, so in dem Bereich halt. Das müsste dann Osten sein. Und das bedeutet für uns, wir sind ja dort, wo das Mie ist. Das kommt auch hin mit dem Osten. Wir sind ja von dem Berg, den ihr da zwischen Mie und Bethome seht. Da sind wir ja gekommen. Das dürfte der das sein. So. Das heißt, wir wandern jetzt irgendwie Richtung West, Nordwest oder so. Ja, würde ich meinen. An sich würde ich ja da ganz gerne drauf gehen. Von wegen Übersicht und so. Aber da habe ich wieder kein Material und da oben werde ich mal keine Hütte bauen können. Ist mir nicht mal so eingefallen. Wir haben noch mal versucht, ich glaube, in Angezockt war das. Oder habe ich das mal privat versucht, auf so Steine eine Hütte zu bauen. Das hat nicht funktioniert. Da habe ich nur Rot angezeigt gekriegt. Und da unten ist schon mal Cassiopeia. Das heißt, wenn die gleich rumtanzt, dann ist da unten böse Sachen drin. Da muss ich auch noch gucken, dass ich meine Fettflaschen wieder fertig kriege. Oh, das sieht ruhig aus. Das ist gut. Okay. Ist aber immer noch... Oh, richtig. Richtig dunkel. Da sehe ich doch gar nichts. Okay. Dann gleich mal gucken. Ah, ich muss, wenn, dann erst einen Stein besorgen. Mal, mal schauen. Da vielleicht. Wie? Musik? Nein. Will ich jetzt nicht. Was ist da? Nee, das ist friedliebendes Tierchen. Okay, bin ich beruhigt. Wenn Musik, werde ich nervös. So, jetzt hauen wir uns den Stein mal weg, dann haben wir auch genug Stein. Wie war das mit der Axt? Sollte es mehr Stein geben, glaube ich. Machen wir doch mal gucken. Immerhin ein. Und ein Flint. Ja. Das war aber nichts mit der Axt. Glaube ich. Drei Steinchen. Das ist aber nicht wirklich viel. Oh, wo, wo? Nein, ich werde nervös, wenn ihr sowas macht. Lasst das. So ist schon besser. Sehr gut. Das reicht mir doch schon. Na komm. Es ist vielleicht diese kleinen Formationen, wo man dann mehr Steine rauskriegt. Das wäre ja möglich. So, jetzt stelle ich mal ganz schnell einen Kämpfer her. Ja? Mama, wo ist es dort? So.
ich da jetzt rausgegangen? Ich weiß das nicht. Also der ist eh leer. Die 6 mal dort einmal hinstellen. Fertig. Holz habe ich ja genug, oder? Ja, aber ich komm, schmeiß rin. Und einmal, du darfst brennen. So, 6 habe ich gesagt und 3 war übrig. Und dann muss ich gucken, wie ich weiterkomme. Ich fühle mich in der Ecke nicht wirklich wohl. Da sind mir zu viele böse Tierchen. Haben wir schon so unsere Erfahrungen mitgesammelt. Oh, ich höre schon wieder was Großes. Okay. Du bist aber liebes Tierchen, oder? Ich weiß das gar nicht. Ich glaube schon, aber ich weiß es nicht. Das sieht aber so aus. Schönartig bleiben. Ich tu dir nichts, tu du mir nichts. Alles gut. Alles gut. So. Ich sollte vielleicht auch gucken, dass ich die Sachen direkt schon wieder baue. Ich glaube, das ist gar nicht so übel. Ich sehe viel zu wenig hier. Definitiv. Und da ist es wieder, das Wort. So. Und jetzt habe ich... Also wenn du friedlich bist, darfst du in meiner Nähe bleiben und mir Bescheid sagen, wenn da ein Spucker kommt. Oder am besten direkt gegen platt machen. Das wäre gut. Habe ich denn jetzt genug Krams? Ich glaube nicht, ne? Für so eine Ein-Mann-Hütte halt. Boah, das ist... Ich möchte immer irgendwie ganz schnell wieder irgendwie in Sicherheit gehen. Die Viecher, die kommen da so schnell überall rausgeflitzt. So, was sagt jetzt unser Futter? Nein, das wollte ich doch gar nicht. Und nochmal hin. Da wollte ich hin. 5. So ist richtig. Und du mal dorthin. So, jetzt mal einmal. Darf ich mal her? Das nehme ich noch mit. Und dann gehe ich mal ganz kurz auf den Stein und gucke mal, ob ich die Sachen alle herstellen kann, die ich brauche. Weil das würde ich schon ganz gerne noch vorher gemacht haben, bevor ich jetzt hier lostapper. Einfach damit mir das nicht nochmal passiert. Dass ich da so plötzlich ohne alles bin. Das hat mir mal so gar nicht gefallen. So, einmal alles durch. Und jetzt muss ich da auch noch hinten rum drauf auf den Stein. Das gefällt mir ja auch nicht. So, habe ich jetzt genug Krams? Ich will es mal hoffen. Besser ist das. Auf den kam ich ja gar nicht drauf. So. Hier und hier. So und hier. Das war offensichtlich eine ganz gute Idee. Da ist er schon. Der kleine Bockbär. So, jetzt wollen wir mal gucken. Ich bräuchte also eine Foundation. Dort. Und da verließen sie ihn schon. Das gibt's doch gar nicht. Krieg ich nicht mal mehr ein Dorf rein? Nee, dann geht ja gar nicht. Wie viele Wände würde ich denn kriegen? 2. Ich brauche aber 3. Viel zu wenig Material. Mir fehlt... Nee, jetzt habe ich offensichtlich genug, dann fehlt mir Fiber ohne Ende. Ach du Heiliger. Na okay. Bist du alleine? Wenn du alleine bist, dann mache ich dich mal schnell platt. Ich befürchte nur, du bist es nicht. Ja. Ja, 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 ich sehe dich, ich sehe dich, ich sehe dich. So ist fein. Weg ist er. Verdammt. Jetzt sehe ich aber nichts mehr. Ganz böse. Wo ist es da? So.
raus und einmal drin super weitermachen. Fiber. Ich will nicht. Ich muss hier. Habe ich schon gesagt, ne? Also, da müssen die echt nacharbeiten von wegen dem Speer. Ich bin doch nicht so bescheuert und tu meinen Speer an die Seite legen. Wenn ich am Sammeln bin. Vor allen Dingen, ich kann ja mit einer Hand sammeln. Er sammelt ja auch nur mit einer Hand. Er kann ja auch mit der linken sammeln. Was soll er machen? Oh ja, ja. Nicht gut. Wegen meinem Gewicht muss ich natürlich auch ein bisschen aufpassen, ne? Habe ich jetzt genug Kams? Wahrscheinlich immer noch nicht. Ist ja irgendwie nie genug. Ist echt mal. Ich achte hier richtig auf die Geräusche, ob ich hier irgendwas höre. Damit ich ganz schnell flüchten kann. Aber irgendwie nutzt das so selten was. Habe ich jetzt endlich genug Krams? Na komm, nimm das noch mit. Und dann gucken wir erstmal wieder. Und das noch mit. Und oh. Da. Was war das? Nur ein Schatten, wa? Okay. So, jetzt mal ganz schnell wieder auf den Stein. Feuer ist aus. War nicht gut. Hat er aber noch geschafft. Gut, reicht. So. Macht das mal, Aro. Einfach mal so quer durchlaufen, alles klar. Da freut man sich doch. So, und dann gleich auch mal umgucken. Dass ich was so gut angesaugt habe. So, jetzt braucht man nur eine Wand, habe ich gesagt. Die ich warum nicht kriege? Weil mir Holz fehlt. Ach du Heilige. Da wieder nochmal runter. Gut, aber da tue ich mir jetzt direkt hier weg. Und dann ist gut. Na komm. Komm, das ist so schön. So ist es. Reicht. Das reicht. Oh, nicht so viel. Jo. Gut, dass es da unten war. Rollt er weg. Okay. Schön in die Richtung gucken, wo es gefährlich wird. Also eine Wand, habe ich gesagt, brauche ich noch. Das Rohr ist nicht das Wichtigste. Aber die beiden Sachen halt noch. Ja, und eine Tür. Und ich muss auf mein Gewicht aufpassen. Schmeiß mein Restholz einfach weg und dann ist gut. So, jetzt haben wir, glaube ich, alles zusammen, was wir brauchen. Was haben wir? Foundation, drei Wände, Doorframe, Tür und passt. Weg damit, dann bin ich leichter. Naja, so viel leichter auch nicht, ne? Aber zumindest leichter. Was habe ich jetzt weg? Na nö. Eigentlich dachte ich ja, ich hätte das Holz weggeschmissen. Das steht da jetzt nicht. Ich habe einen Fiber weggeschmissen. Nein. Und das ist Holz. Okay, das kann wegbleiben. So, jetzt muss ich gucken, dass ich da irgendwo hinkomme. Das sieht so ganz gut aus bisher. Sehe ich nichts Böses. Eigentlich können wir auch da den Strand entlang gehen und dann... Der Vulkan ist doch hinter dem Berg, ne? Oh, nee. Hier muss ich runter. Oh, man muss doch mal gucken. Oh, da ist schon wieder ein Spucker. Wie nett. Freut mich doch. Bist du artig? Ich weiß es gerade nicht. Doch, war ja. So, Moment mal. So. Oh, da haben wir aber jetzt viel Zeit dafür verbraten, dass ich hier quasi dumm rumstehe. So, auch einmal gemacht. Junge, du erschreckst mich. Jetzt habe ich was gefuttert. Das sieht gut aus. Ist auch flach genug, oder? Nicht so
Ah, geht aber. Den Fisch, den lasse ich jetzt mal. Das rohe Fleisch, das verdirbt mir jetzt sowieso wieder. Oder ich müsste dann quasi direkt wieder einen Kämpfer hier aufstellen, wieder 10 Minuten warten. Nee, das will ich jetzt auch nicht. Ich möchte jetzt hier erstmal gucken, ob wir hier irgendwie weiterkommen. Oh, Bronto. Bronto ist schön. Bronto gefällt mir. Haben wir dann vielleicht insgesamt auch ein bisschen Ruhe? Ob ich da drauf wohl drauf komme, um eine Übersicht zu kriegen? Wäre ja... Alter, hast du mich erschreckt. Ja. So. Haben wir hier irgendwelche Tiere? Irgendwelche Bösen? Das sieht gar nicht so aus, ne? Wer da hinten auf die Insel mal rübergehen wollen? Na, wer fällt denn hier Bäume? Ach, Bronto. Bist du das mal wieder? Alter Schwede. Ob wir da hinten drauf kommen? Ich meine nämlich, da hätte ich heute Nacht auch so ein Licht gesehen. Aber ich glaube, die sind ja nicht durchgehend da, ne? Und wie könnten wir denn da? Na, da könnten wir jetzt auf den Berg drauf. Okay. Da ist doch das Licht. Meine ich doch, ich hätte da ein Licht gesehen. Hier sind ja eine Menge Brontos. Das ist eine gute Ecke, glaube ich. Das ist gut. Sehr schön. Gehen wir hier auf die Steine. Wenn wir denn kommen. Was ist das denn? Bitte? Was? Nee, doch keine Party. Wo war denn der Vulkan? Ich glaube, ich muss doch da hoch, damit ich den Vulkan sehe. Aber das Licht da hinten, da würde ich jetzt ganz gerne mal hin. Könnten wir uns da ja auch eine Hütte hinstellen. Wäre auch nicht so verkehrt. Die Frage ist nur, ob ich da rüberkomme. Ohne, dass mich jemand beißt. Mich hier irgendwo... Nee, ne? Nee, keine Musik. Keine Musik. Was haben wir denn? Ein bisschen Zeit haben wir noch. Oh, das sieht auch... Das sieht nach einem Weg aus. Cassiopeia? Bist du das? Rote Steine? Die hatten wir auch noch nicht. Komme ich hier irgendwo drauf? Oh ja. So. Mal gucken. Ah, ups. Dem wäre ich bald direkt in die Arme gelaufen. Mal gucken, ob die Farben irgendwie einen Unterschied machen. Nicht. Weil geht gar nicht. Wie kann ich... Kann ich nicht abbauen? Nee. Das ist ja auch doof. Wo einer ist, sind meistens mehrere. Wo habt ihr euch versteckt? Ich glaube, es gibt eine Möglichkeit, darüber zu kommen. Wenn ich hier von Stein zu Stein immer wieder komme, dann wäre das nicht übel. Und wegen Haie und so. Und wenn das hier natürlich so flach bleiben würde, wäre das... Tut's aber nicht. Oh, von wegen Haie und so. Und da ist schon einer. So, geh mal. Nein, geh mal. Da habt ihr gesehen, ne? Zwei. Okay. Wird auf jeden Fall an der Ecke nichts. Was ist denn da hinten? Das sieht nach einem Adler aus. Das ist auch nicht so eine gute Idee. Ja, dann gucke ich, dass ich da durchkomme. Halte ich jetzt mal für die beste Idee. Weil das machen wir in der nächsten Folge. Ich weiß, wir sind jetzt echt hier kaum irgendwie einen Schritt weitergekommen. Aber ich möchte einfach hier vorsichtig sein.
Weil, wie gesagt, also ich möchte irgendwie nach vorne kommen und das komme ich definitiv nicht, wenn ich hier alle 5 Minuten sterbe, weil ich einfach zu schnell irgendwie da durchwandere. Deswegen gucke ich auch immer, was hier los ist und was hier für Tiere sind. Dann werden wir gucken, dass wir dort hochkommen. Weil dort hinten, wenn da Adler sind, werden wir eventuell da ganz oben drauf aus sein, aber vielleicht in die mittlere Höhe wieder, so wie beim letzten Berg. Und dann kriegen wir wieder eine Übersicht und können gucken, wo wir hin können. Edge, du kannst nicht schwimmen. Ich schon. Naja, nicht wirklich. Der taucht auch mehr unter, als er schwimmt. Okay, meine Lieben. Wenn es euch gefallen hat, dann einfach mal einen Daumen hoch da lassen. Und wenn euch das Stil gefällt, wie ich das hier mache, dann sagt mir das ruhig mal. Wenn es euch nicht gefällt und ich einfach mal dauersterben soll, dann sagt mir das ruhig auch mal. Und jetzt können wir ausprobieren. Es regnet. Jo, ich kann die tatsächlich auffüllen. Der erste Regen, den ich habe. Und es funktioniert. Wie schön. Ja, meine Lieben. Also wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Teilt's auf euren Social Media. Und dann hören stören wir uns in der nächsten Folge 1345, eventuell im Regen. Also, ich bleib so lange hier. Hier bin ich, denke ich, soweit sicher. Okay, bis dahin. Bye bye.